Jo, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hunting Grounds Part 387. Nein, 38. Fast. Ja. Wir gucken jetzt mal noch ein bisschen rum. Ricardo ist nicht da. Erstmal. Ja. Also, gehen wir da hin. Dahin? Nee, obwohl. Oder? Nee, keine Ahnung. Gehen wir, was ist denn hier runter? Na, hier runter geht's zu dem anderen Teil. Ach so. Ja, wir müssen noch irgendwas mit diesen ja, jetzt geradeaus da noch, oder? Also, nee, da. Warte mal, geht's nicht, oder? Ich weiß nicht. Da geht's. Nee. Ach so, nee, da müssen. Aber lass doch erstmal. Ah, hier geht's. Okay. Okay. Na. Wir brauchen ja irgendwas mit einem Gottesstein, keine Ahnung. Ja, Gottesstein oder ja, irgendwas Weißes, was wir zu rot machen, oder was Rotes, was wir zu weiß machen. Vielleicht müssen wir irgendwelche Jungfrauen aufschlitzen. Einfach irgendwie. Jetzt sind wir bei Statue. Ah, na doch, geh mal dann da rechts. Von links kamen wir doch. Geh mal da rein. Hier rein? Ja. Wieder? Also wieder zurück. Ja, da rein. Quasi. Ja. Ja, geh mal. Weil. Und wie, dann. Was ist denn das? Sieht aus wie Bier. Was? Ah, nee, das ist eine Ampulle. Hatten wir schon. Ja, warme Medizin. Was das wohl ist, so. Man weiß es nicht. Gehen wir jetzt links. Achso, was war da links? Links war. So, da der Raum mit dem Umwandler. Achso, ja, nee, okay, dann nicht. Dann. Warte mal, da ist noch Regal. Das habe ich doch angeklickt. Achso, das ging nicht, ne? Ja, dann gehen wir. Okay. In dieses Ding da links von dem Kerl. Oder jetzt rechts. Da links. Achso, oh. Er schnuppert an seinem Arsch. wollte ich jetzt einfach mal so festhalten. So, gehen wir. Hier ist eine Bahn. Geradeaus. Alter, was. Keine Ahnung. Achso. Achso, gehen wir geradeaus. Was ist da? Gehen wir geradeaus, bitte. Achso, Entschuldigung. Jetzt sind wir beim. Nee, dann gehen wir wieder zurück. Jetzt sind wir beim Loch. Ja. Na, da ist ja das. Naja. Na, wir können mal hier hoch. Da ist ja der vergammelte Eingang. Vielleicht kann da Huey irgendwas machen. Ah ja. Oder? Das kann ja sein. Ist da irgendwo Ahnung. Was? Keine Ahnung. Aber es sieht so komisch aus. Sieht so unnütz aus. Na, lass ihn doch einfach mal gucken, sieht, ob er was schnuffeln kann. Aber hier ist ja nichts, wa? Er kommt. Kannst du irgendwie sagen Go oder sowas? Go! Wo ist er? Ja, wo? Hä? Wo zur Hölle ist denn der? Der ist aber doch so nah. Hallo? Hä? Da ist er. Aber was hat denn er da gerade angeknurrt? Ja, den Typen wahrscheinlich. Ach so. Okay, jetzt komm mal mit, Mano. Komm mal mit. Machst du was? Er schnüffelt. Go! Ah, nee, da, geh mal dahin. Geh mal hier hin. Da ist ein Loch, oder? Ist es ein Loch? Ja, oder? Go! Macht er da was? Da ist. Geh mal. Hey, was ist oh. das? Ach so! Ach. Hat er was mitgebracht jetzt? Wahrscheinlich. Ja, prima Magnesium. Prima Magnesium. So, sonst. Ja, ansonsten ist ja scheinbar nichts, ne? Da ist er doch noch. Der wartet doch davor, oder? Ja, weil er es gefunden hat, da so. Wahrscheinlich. Ja, jetzt macht er auch nichts. Genau. Hier halt irgendwas, vielleicht. Das sieht aber nicht so aus. Naja, es ist aber so, weiß nicht. Nee, will er nicht, ne? Hm. Ja, dann geh mal. Nee. Ja, geh mal zur Statue zurück und dann. Ja, geh erstmal zur Statue zurück. Oder überhaupt mal so. Da, doch, da warst du ja schon. Na, ist ja die Frage jetzt, wo hast du auf die Uhr geschaut? Nee, ja. Ich hab mein Handy nicht da. Dein Handy ist da. Bitte. Danke. Doch, da lang. Weiße Wäsche. Das sind die Tschödu? Ja. Machen die doch die ganze Zeit. Okay. Jetzt geht er da genau da vorbei. Komm mal. Kommt Hund? Ach, sehr. Ja, kommt da.
Kann ich versuchen? Nee. Los geht's. Ja. Was ist Chewie? Ja, ist nicht da. Okay. Kannst du versuchen, dass er in den nächsten Raum kommt, dann rennst du zurück zum Schrank. Der ist hinter der Tür. Ach, gibt's keine Tür. Scheiße. Du musst da am Glück. Scheiße. Kannst du dahinter verstecken und hier hinter dir? Na gut. Was hast du denn? Einfach mal rumrennen. Oh Gott, da ist er schon. Oh Baby. Oh Gott, jetzt rennen. Oh Baby. Renn. Du kannst das schneller. Du brauchst doch mal eine Sprinterin, Mann. Schnell. Scheiße, er ist schon da, stopp. Ach Mist. Klar, jetzt renn da rechts rein. Also ich probiere sie. Nein, der ist nicht. Ja, ist hier einfach. Chewie! Bleib mal da, lass ihn angreifen. Chewie! Nochmal. Oh, Chewie! Jetzt, renn! Wir können doch mal mit dem Stiefel. Renn doch mal! Ich will nicht! Ich kann nicht! Renn da! Ja. Er kommt nicht. Du kommst nicht in meinen Schrank. Ah. Wo sind? Wir spielen jetzt Ricardo. Ja, ich gehe mal so ein bisschen hin und her. Ich schlage ein bisschen die Pistole auf meine Hand, weil es gesichert. Ja, das mache ich mit R1 übrigens. Scheiße. Vielleicht war das jetzt gerade unsere Chance wegzurennen. Oh ne. Der Hund ist auch ganz unauffällig immer bei uns. Das weiß er ja nicht. Der kennt uns doch noch nicht. Oder weint er? Weint oder lacht er? Der Hund greift dich auch nicht an, läuft einfach mal durch seine Beine durch. Jetzt so weggegangen. Oh Gott. Nicht. Lädt er jetzt nach? Nee. Der schlägt immer noch auf seine Hand. Hallo. Alter, Mädchen, Junge. Ja. Du luftest rein. Jetzt gehe ich garantiert noch wir nicht wir müssen raus. Aber da rechts mal durch. Oder? Nee. Hä? Keine Ahnung. Da geht's zur Statue. Na, dann können wir mal hier lang gucken. Ja? Mach einfach mal. Ich geh mal raus. Jetzt ist er wieder da. Wir müssen noch irgendwas finden. Wir brauchen einen Ghetto-Stein. Hallo, Hund. Hund, such. Such, Hund. Spiel mir das Spiel durch, Hund. Warte mal, lass mal hier ganz entspannt gucken überall. Okay, geh mal hoch. Was war denn da? Ist hier irgendwas weiter neben? Ach so, das war der. Warte mal, können wir. Ach so, das war das. Das war der Riegel. Ach, warte mal. Mit dem Riegel davor. Vielleicht muss irgendwie da runter rein. Aber wie? Also, weiß ich nicht, vielleicht. Hund, geh rein. Go here. Warte mal, ist da was da oben? Wo? Nee, das ist eine Lampe. Ja. Das bellt mir an. Gibt's ja auch unsichtbar. Ah! Alter! Ja, hat er was gesammelt. Das sollten wir öfters machen. Ja. Ein Meter, naja. Wenn's nur Meter Jungs sind. Ach Quatsch. Na gut. Also warte mal, wie ist der Raum gebaut? Wo ist der Raum? Okay, das bringt uns eh nichts, weil ich glaube, es ist immer ganz schön verwirrend ist. Dann gehen wir jetzt da rechts. Dann gehen wir mal rechts. Gehen wir da lang. Ist hier auch. Ne, hier ist auch nichts. Was ist denn das da? Ach so. Blut. Ist da ein Loch? Lieber. Nein. Go, Yui! Oh. Na gut. Du musst ihn übrigens ab und zu mal loben, wenn er. Ich hab Falten im Gesicht. Wenn er. Good oh, das boy. Ist doch Schatten. Ich werde. Nein, das sind Falten. Ich hab graue Haare. Also machst du wieder so ein komisches Ding. Hm? Das ist schon wieder so ein komisches Ding. Dein Ziegenbärtchen. Bart.
Ich habe mich nicht rasiert. Tut mir leid. Aber warte mal, geht's hier? Hier noch irgendwas? Irgendwie Kacke. Kacke wahrscheinlich, aber. Hier ist aber ohne. Ich glaube, so weit. Meinst du so weit zurück? Wir haben auch noch einen Ofen im Garten. Nee, den lass du jetzt. Da gehst du jetzt nicht zurück. Komm, geh wieder zurück. Ja? Ja, also ich würde sagen, ich würde nicht sagen, dass es so weit ist, aber. Okay. Also, Guck mal, da kaputt bauen? Nein. Schade. Eigentlich echt schade. Hier ist so. Wie kommen wir in diesen Raum rein? Die Viecher geben mir auch derbe auf den Sack. Die Kleinen? Ja, nein. Achso, die Fetten da. Naja. Die sind dann immer fett, aber. Das sind Männer halt, ne? Naja, diese Viecher. Naja, Dinger. Gehirn amputiert, beziehungsweise zurückgebliebene, wie vorhin bei Family Guy. Da ist auch nicht so. Okay. Dann kommen wir jetzt in den anderen Raum wieder. Also hier kommen wir in den anderen. Oh, da hast du ja eigentlich auch alles untersucht. Ich hab alles untersucht. Extraktor. Oh. Geboren aus dem herumwirbelnden Sand des Chaos, beginnt das Urelement, die Prima Materia, zu verfallen. Prima Donna Girl. Okay. Und verändert sich seit langem in eine gelbe Schmutzmasse. Diejenigen, die den nächsten Schritt in der Evolution suchen, kommt nicht vom Weg der Reinigung ab. Kannst du nochmal anklicken, aber danke. Ein Extraktor? Ja, hört sich dumm an, aber vielleicht zur Extraktion von Dingen. Bloß vergesse ich lieber schnell die Idee, dass sie es benutzen, um etwas von der Frau in dieser Kapsel zu gewinnen. Ein Kind. Aua. Und da soll wahrscheinlich auch sie rein. Ein Extraktor? Dieser Ort ist voller seltsamer Erfindungen, von denen ich noch nie gehört habe. Es scheint, als könnte man ein Ding hier hineinstecken. Okay. Also müssen wir irgendwas extrahieren? Auch noch jetzt zusätzlich. Ah, es ist ja schon wieder voll kacke. Aber dabei schon. Ja, ja. Na, er sagt so. Nicht mehr da weiter mal aus. Jetzt sind wir wieder hier. Ja, aber was ist denn da hoch? Da oben war dieser vergammelte Raum. Immer noch. Oder? Ja. Ja. Okay. Boah. Ey, irgendwas übersehen wir doch hier. Bisschen, ne? Go! Macht er nicht. Aber er sucht schon. Und wenn du da rumgehst irgendwie? Nein, nix. Okay. Geh mal da lang. Ist hier irgendwas? Nee, wa? Was ist denn da? Ist nur kaputt oder? Da ist darunter vielleicht ein Loch? Ist darunter vielleicht ein Loch oder so? Da links. Schick ihn mal da hin. Das geht gerade nicht. Ja, geht, der stell mal davor. Komm mal mit. Schick ihn. Du musst dich da so ein bisschen schneller vorstellen. Ja, jetzt. Ey. Go, Huey. Na, mach, Vibe. Junge. Hund. Ja? Ach, verdammt. Sah so aus, weil immer sowas da ist ein Loch drunter. Na. Willst du normal machen vielleicht? Naja, der würde schon da runter gehen. Komm, mach's nochmal. Wenn da was wäre. Mach's nochmal. Ja, wenn auch was wäre. Go, Huey. Okay. Ja, ja. Der wäre halt schon beim ersten Mal gemacht eigentlich. Ach so, nee. Na, ich denke. Mann! Ich denke nicht, dass du zurückgehen musst. Naja, es wäre komisch. Wir mussten bisher noch nie so. Wir mussten ja auch bei Daybilitas, Daybilitas? Als wir Dingens hatten, als wir dann die Alte hatten, mussten wir ja auch nicht nochmal zurück. Gut, es ging nicht, das ist eine andere Sache. Ja, ja. Macht's nicht. Was übersehen wir, verdammt? Sind das hier irgendwelche Dinger, die wir mit uns rumtragen müssen? Was okay. Übersehen wir? Schieben kann ich sie nicht. Was übersehen wir? Weiß ich doch nicht. Muss ich das wissen? Dann denk nach. Wir brauchen einen Götterstein. Wir müssen irgendwie in diesen neuen Raum. Sicher? Nein. Nicht?
Weiß ich nicht, ob wir da jetzt schon rein müssen. Naja, aber wir kriegen ihn auf jeden Fall so nicht auf. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie anders in den Raum reinkommen. Warum kann ich die Dinger... Ja, aber vielleicht kommen wir erst später da rein. Wenn wir... Dann sag mir bitte eine bessere Idee, wenn du mir nicht glauben willst. Ich weiß es nicht. Ist hier oben irgendwas? Geh mal hier hoch. Was? Na, hier war ja... Nee, aber irgendwas, was man vergessen haben könnte. Hier war ja das Dingens. Ja, da ist auch nichts, okay. Vielleicht kann man hier nochmal einen Hund rumschicken. Ja, mach mal. Nein, das will ich jetzt nicht. Das will ich jetzt nicht, Mann. Wo ist der Hund? Go, Huey. Ach ja. Bist du müde? Oh, ein bisschen. Go, Huey. Ja, lass ihn doch. Na. Die sagt auch was irgendwas mit der Waage. Ja, ja. Eine Waage hängt geheimnisvoll an der Hand der Statue. Eine der Schalen ist leer. Gleicht die Waage aus. Da müssen wir auch was reinlegen. Ja, den Götterstein. Ach so, stimmt. Ist da irgendwas? Nein, keine Ahnung. Dann geh raus. So. Stimmt, ja. Hier war auch nichts. Geh mal weiter. Runter. Go, Huey. Ja, nicht bellen, Spasti. Hey. Der arme Kerle. Ja, guck nach. Lauf ihn dann hinterher, lauf einfach weiter. Ich guck mal die Regale hier an. Habe schon. Nee, okay, wollte schon sagen, der hat was. Ja, Leute. Wir haben keine richtige Ahnung irgendwie. Wieso? Langsam Zeit. Wieso oft haben wir mal wieder keine Ahnung? Da ist der Raum. So, nee, wieder runter, ist nicht. Das ist der Drecksraum. Der wahrscheinlich. Kann er da irgendwas machen? Lass ihn doch. Der Drecksraum hat zurück. Wahrscheinlich eine Verbindung zu dem. Lass ihn mal da irgendwas machen. Zu diesem Raum, der. Dieser verdorrte Raum mit der verdorrten Tür. Was laberst du? Na, der eine Raum. Ja, der eine Gang hat doch so eine komische Uhr. So eine komische Tür, die verrottet ist. Ah, ja. Ich würde mal sagen, der Raum hat was damit zu tun. Ach, Entschuldigung. Ich langweile sie. Ein bisschen. Wollen wir nochmal kurz hingucken? Oh, wo ist denn der? Oh, ich weiß es nicht. Dass ich vielleicht... Das hier sieht aus wie irgendwas, was man... Aber ist dass ja ich vielleicht, vielleicht dagegen treten kann oder so? Naja, gegen die Tür? Dann geht's auf? Da fehlt ein Türknauf. Ach, stimmt, ja. Wenn ich vielleicht dagegen trete. Ich probiere das mal schnell. Oder? Ja, mach, wenn das jetzt die letzte Aktion ist, ja. Dann wird sie recht schnell finden. Ich hoffe es, ja. Und wenn Ricardo nicht kommt. Sonst müssen wir zwischendurch einen Break machen. Ja. Mann, entschuldige. Du bist unausgeglichen. Ich bin sowas von unausgeglichen. Ich merke das. Ich hack dir das nächste Mal die Beine ab. Die klebe ich dir dann nach den Parts wieder an. Aua, nicht gegen meine Brille. Aber... Entschuldigung. Aua. Jetzt renne ich gegen eine. Ja, wo musst du hin? Wo musst du hin, wa? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Hier nicht, okay. Geh mal da. Sag vielleicht doch irgendwas drin, was wir übersehen haben könnten. Vielleicht irgendwas. Weiß ich auch nicht. Lass ihn mal suchen. Lass ihn suchen lassen. Nicht schon wieder gegen irgendwelche Menschen getreten. Na, der ist doch. Der lass ist ihn doof. Mal suchen. Der wurde sogar in ihrem Kommentar erwähnt, dass er doof ist. Ach, da ist auch nichts. Na gut, dann geh raus. Na, geh raus. Na, geh raus. Du willst noch anschauen? Aha. Ja, ich habe den verdorrten Raum gefunden. Der ist nämlich hier. Das ist schön. Da trete ich jetzt noch gegen. Auch wenn es das letzte damit ist, was ich tue. Das nächste Mal wegrennen kann vor ihm? Ja. Schön. Du wolltest das nächste Mal zum ersten Mal spielen. Ob ich jetzt das danach spiele oder. Ah, nee. Da kann der auch nicht durch die aus dem Loch da oben. Huey! Na, jetzt greift er eh an, also. Ja. Das mach mal, Huey. Das mach. Huey! Nicht da stehen bleiben.
Bleib mal auch stehen, bleib doch mal auch stehen. Der kommt nicht. Warte mal. Bleib doch mal stehen. Danke. Alter. Lassen die jetzt nochmal lange. Oh. Hast du dich versteckt? Ich habe mich geduckt. Das hat völlig neue. Ja, aber er würde uns finden. Er würde uns finden, wenn wir stehen würden. Er würde uns finden. Ja, ja. Das scheint zu lang, ne? Manchmal anscheinend schon. Ich habe mich halt noch nie so richtig geduckt. Also, noch nie wirkungsvoll geduckt. Der lädt noch. Wo hat der Design für ihn gewählt? Naja, ich moderiere schon mal ab. Ich bleibe jetzt im Weichen hocken. Okay. Und ich würde sagen, wir sehen Musik uns. Musik ist vorbei. Morgen wieder um 21 Uhr, Part 39 in Let's Play Hunting Ground, Part 39. Macht's gut. Tschüss.